So, da sind wir auch schon wieder zurück zum katastrophalen North America Tour in Need for Speed 4. Ich bin der Boost Sidewinder. Hallo. Letzte Folge sind wir Country Woods gefahren. Da ging es um das Thema Livestream von Freunden. Und für die beiden, wie gesagt, wie die drei, ich habe ja über drei geredet, bitte mal reingucken. Heute kommt Dolphin Cove dran und das heutige Thema ist... Ladebildschirm. Nein, Quatsch. Das heutige Thema ist mein Auto. Weil ich möchte mit euch über mein Auto reden. Peugeot 306. 1,6er Maschine. Da war vorher eine 1,4er drin. Die ist aber jetzt mittlerweile ein bisschen, ja. Ne? Wisst schon ganz genau, was ich da meine, wenn ich so rumlache. What the fuck, der Ferrari ist vollkommen ruiniert. Gerd Berger hat sich in den Wald geworfen gestern. Naja, für euch ist es, glaube ich, dann 3-4 Tage her. Egal. 306er, was ist alles geplant? Erstmal, ich habe das Auto ja wie gesagt heute gewaschen, das habe ich schon in der letzten Folge davon gesagt. Und ich habe jetzt mal so eine kleine Inspektion gemacht, was ich alles machen müsste. So, als allererstes wird das Auto komplett eingefahren, sobald ich den Führerschein habe. Weil Bremsen fangen sie an festzusetzen, der Krümmer fängt jedes Mal an zu qualmen, weil sich das ganze Öl wieder nach Wochen wieder erwärmt. Und deswegen qualmt das alles wie bescheuert. Ist aber auch normal. Danke. Warum bin ich eigentlich immer so dämlich? Was mache ich da eigentlich immer? Und Mann, fährt der Mercedes sich jetzt anders, ey. Boah, du merkst die Schäden brutalst in dem Spiel. Ich hoffe, ich sorge jetzt mal dafür, dass wir nicht so krass dieses Rennen kaputt gehen. Weil, damit sparen wir uns ein bisschen Geld. Okay, Gerd Berger ist, glaube ich, 5. oder 7. eins von beiden. Das ist mir, aber jetzt völlig, wobei ist mir nicht egal, geht um Punkte. So, jetzt aber. Wie gesagt, kleine Kontrolle und ich müsste einiges machen. Da wäre, ja, einfahren. So, das zweite ist, das ist leider sehr, sehr unerfreulich, wenn ich das sehe. Irgendein blöder Penner, bei dem ich vorher in der Garage war, ich werde den Namen jetzt nicht sagen, hat mir einen richtig, richtig fetten Kratzer mit meinem Scheibenwischer reingehauen in die Scheibe. Und jetzt darf ich höchstwahrscheinlich die gesamte Vorderscheibe wechseln gehen. Super. Astrein. Boah, bin ich froh, dass ich keine moderne Scheißkarre habe, die elektronische Fenster und so einen Kack habe. Wisst ihr mal, wie teuer da dann wäre? Boah, und dann wird da trotzdem aber teuer, weil halt Scheibe, weißt du? Fuck, ey. Ohne Witz, wer immer das war, den hasse ich jetzt echt dafür. So, dann, beide Spiegel müssen gewechselt werden, weil die provisorisch mit Schrauben befestigt sind. Keine Sorge, das bleibt nicht dauerhaft, das ist wie gesagt provisorisch. Dann möchte ich die Reifen behalte ich erstmal, die werden erstmal gar nicht verändert. Tuning kommt erstmal ganz, ganz später an. Jetzt kommt erstmal dran, was alles umgebaut werden müsste, damit der Wagen läuft. Ich müsste ihn irgendwie umschlüsseln, damit ich von Euro 2 auf Euro 3 rutsche. Weil es mir sonst echt zu teuer wird, das Auto zu behalten. Ansonsten kann ich so viel bezahlen wie Let's Play Noob wahrscheinlich mit seinem 240er. Nein, wir reden jetzt nicht darüber, warum Let's Play Noob alle seine Autos abgegeben hat und trotzdem nicht arbeiten geht. Das ist seine Entscheidung. Ich finde es bescheuert, wenn ich ehrlich bin, weil ich ganz ehrlich, ich möchte ja arbeiten und kann das ja nicht. Ich weiß nicht, ob es beim Let's Play Noob natürlich dann auch so ist. Wenn es bei ihm dann natürlich genauso ist, dann kann ich es auch verstehen. Hä, wie fahren die auch noch spielverkehrt oder was? Ich raff gar nichts mehr, weil hier alles irgendwie krumm und schief ist. Okay, Runde 3 und der Wagen ist nicht stark kaputt. Ich glaube, wir müssen den heute nicht reparieren. Und ich habe einen schönen Kaffee da stehen. Ich habe so Durst, seitdem ich den wie heißt das Ding jetzt? Ach, vergisst es. Kümmerling. So, getrunken habe, letzte Folge. Damit ich wacher werde, weil ich heute viel aufnehmen muss. So, dann kommen viele, viele Karosserieschäden dran und Lackschäden. Ich habe überall Pickel auf der Haube, Lackpickel, die von der Sonne entstanden sind. Ich habe so vorne an der Schürze so Abkratzdinger. Ich weiß nicht, woher die kommen. Wahrscheinlich durch einen LKW, durch Steinschläge oder sowas. Fuck, jetzt habe ich einen Unfall gebaut. Ja, darf ich höchstwahrscheinlich mit dem Stift alles nachmachen. Keine Sorge, damit meine ich nicht ein Edding, sondern einen richtigen Lackstift. Muss ich auch gucken, welche Farbe das dann ist. Was
Müsste ich noch machen, ganz kurz. Ja, irgendwas stimmt mit dem Kühler nicht. Da läuft Flüssigkeit im Innenraum rein. Das ist gar nicht gut. Ich kann den Wagen dadurch nicht laufen lassen. Das muss als allererstes gewechselt werden. Dafür muss dummerweise das gesamte Cockpit aus dem Wagen raus. Da ist es auch schon das nächste Problem. Das Cockpit ist kaputt, weil nämlich mal, Überraschung, Öl in den Innenraum eingedrungen ist. Müssten wir das Auto halt von innen trocknen. Dabei haben wir so ein Gebläse genommen und mein Vater hat das Gebläse anscheinend zu nah an die Armatur gestellt. Und jetzt ist rechts eine Kante leicht so geschmolzen und das kann ich auf keinen Fall so lassen. Das wird sofort gewechselt. Aber das ist halt jetzt nicht so, ich sag mal, notwendig. Jetzt sind erstmal andere Sachen notwendiger. Optik kann ich später machen. Hauptsache das Ding sieht vernünftig aus und ja, ein bisschen Frost wegmachen. Das ist klar. Auto ist aus den 90ern, da bleibt sowas nicht aus. Falls sich einer fragt, warum ich keine neue Schüssel kaufe, erstens kein Geld, zweitens keine Lust. Ich möchte kein neues Auto. Ich bin ganz ehrlich, ich bin ja mit Sebastian sein schon mehrmals mitgefahren, mit dem neuen Opel Corsa, schlag mich nicht, DE, keine Ahnung, was das jetzt für ein Ding ist. Auf langerer Fahrt, ganz ehrlich sagen, obwohl Komfort ist und bliblabu und all sowas, das Fahren ist träge irgendwie. Also das Beifahren ist ultra träge. Also es fühlt sich wirklich ermüdend an. Es ist mir alles viel zu... Du spürst halt nichts mehr vom Auto. Du spürst nichts vom Auto. Du hörst kaum was vom Auto. Das ist kein schönes Fahrverhalten, finde ich. Also das ist überhaupt nichts für mich. Also keine neue Schüssel für mich. Ich bleib forever 90s. Das könnt ihr vergessen. Selbst wenn die Merkel die Autos verbieten sollte. Was sie garantiert tuten wird. Tuten ist ein Wort. Lieber... YouTuber mit H, schreibt mal Tuten auch bitte rein. Wahrscheinlich guckt der Highstix, aber wahrscheinlich gar nicht. Aber dann bin ich mir nicht sicher. Wobei, wenn es um mein Auto geht, gucken das vielleicht viele Leute. Wahrscheinlich ärgern die Leute sich gerade, dass ich die ganze Zeit um den heißen Brei rede. Dankeschön. Lap 5, okay, das geht tausendmal schneller. Und ich glaube, was guckt man mal da? Kinderjagdpark geht richtig schnell, glaube ich. Bei Kinderjagdpark bin ich ein übelster Pro. Das ist kein Scheiß, ich bin da wirklich ein übelster Pro. Oh, nicht so feste Springen. Der Schaden sieht aber noch gut aus, den kann man noch lassen. Weil dann sparen wir uns ein bisschen Geld, wie gesagt. Scheinwerfer ist alles gut, Elektronik, ja. Soweit vorhanden ist okay. Soweit vorhanden bezieht sich auf, das Auto hat keine Elektronik. Das Einzige, was elektronisch ist, ist das Radio, die Lichter und das war's. Und der Anlasser. Und die Lichtmaschine. Die Lichtmaschine produziert dann den Strom. Leerlaufsteller, wenn ich Pech habe, weil der Wagen läuft aus irgendeinem Grund extrem unruhig im Stand. Kupplung muss gewechselt werden. Ich glaube, ich mache das nächste Folge, weil ich an dem Wagen alles umbauen werde. Dann Karosseriemängel hier. Ich hab so ein Bodykit. Ich weiß nicht, woher ich dieses Bodykit habe, aber ich habe ein Bodykit auf meinen 306er. Ich habe das Gefühl, das ist von dem Hersteller, von Peugeot selber, weil das ist so gut verarbeitet, dass... Leider ist der Vorgänger damit nicht so hundertprozentig schön umgegangen und das Ding hat ein paar Risse und wackelt ein kleines bis an bestimmten Stellen, weil der irgendwie immer davor geditscht ist. Das müsste ich wahrscheinlich mit einem komischen Saugding, es gibt so Saugdinger für Beulen, Runde 6, werde ich wahrscheinlich rausziehen müssen mit Wärme und diesem Saugding. Und die Risse mit Glasfaser zumachen und neu lackieren. Ja, ich benutze Glasfaser dafür. Ich nehme... Dann müssen wir gucken, was wir dafür nehmen. Aber Glasfaser ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Weil Glasfaser wiegt nicht so viel. Was müsste denn noch gemacht werden? Innenraum ist lustigerweise gar nicht angegriffen. Also, den geht's noch super. Das wundert mich übelst. Also... ganz ehrlich... Mein Opa hat einen Cadillac, mit dem fährt er jeden Tag. Der sieht tausendmal schlimmer aus als mein Peugeot, der schon 3 Jahre überall rumstand. Also, das ist schon echt krass, wa? Also, dafür, dass das Plastik ist, gut ab, Peugeot, habt ihr damals echt gut verarbeitet. Jetzt macht ihr nur noch Kackautos, Entschuldigung. Ja. Top Gear, ihr wisst, was ich meine. Ihr müsst euch allein mal die Review von Richard damals geben vom 306er und wie die so über die neuen Peugeot denken. Dann merkst du, was sich da plötzlich alles verändert hat, wenn Richard sagt, der 306er ist einer der sportlichsten Kleinwagen, die ihr hier gefahren seid und dann beim 307er, 308er, das Ding ist voll scheiße. Das ist langweilig. Oh.
Dann musste ich kurz auf mein Handy draufdrücken, weil es ausgehen wollte, mein Timer. Muss noch irgendwas gemacht. Ja, Flüssigkeitenwechsel, ist klar. Sonst, ja, Anhängerkupplung ist aber wie gesagt auch schon wieder Optik. Da gehen wir ja wahrscheinlich nächste Folge mal drüber ein. Reifen sind neu, wenn ich Pech habe, darf ich die aber irgendwann auch mal wechseln, weil ich dann Stehplatten habe. Aber sonst ist alles gut. Sonst geht's dem Wagen erst rein. Also hier Motor, Ventile, Zylinder, Nockenwelle, USW, geht's alles total super. Da ist überhaupt nichts mit kaputt, nur halt der Leerlaufsteller, das geht einem ziemlich auf den Sack. Weil beim Anfahren wirkt man die Kiste dadurch ab und es klingt extrem scheiße. Mein Peugeot klingt dadurch wie im Stand wie ein Wankelmotor, das ist nicht so schlimm. Aber austauschen und dann hat man Ruhe. Ja. Ja, und dann kann ich eigentlich schon nichts mehr sagen, weil für den Rest müsste ich dann nächste Folge eingehen. Das kann ich jetzt schlecht machen und ich bin immer noch sauer, dass wir den McLaren F1 nicht genommen haben, weil ich habe da echt nicht nachgedacht drüber. Das ärgert mich gerade übelst. Das ärgert mich wirklich übelst. Und aus irgendeinem Grund habe ich mir mal die Honda Integra-Folge aus Most Wanted angeguckt. Da müsst ihr mal kurz in die Kommentare reinschreiben, ob das stimmt. Hat die geruckelt? Weil irgendwie sah das so aus, als hätte die bei mir geruckelt. Weiß ich nicht. Das ist Mini-Zuckler immer. Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Liegt daran, dass ich zu viel Livestreams auch über 60 FPS von meinen Jungs hier geguckt habe und ich nicht mehr an meine 30 gewöhnt sind. Tut mir leid, ich werde auch weiterhin mit 30 FPS aufnehmen müssen, weil ich habe das nicht raus. Ich habe leider kein tolles Schneidprogramm hier. Sony Vegas Ultra Pro 190 Euro. Ich schneide noch mit dem Movie Maker. Da kriegt man nicht so schöne 60 FPS raus. Deswegen tut mir leid, das muss leider damit sein. Aber euch gefallen ja die Folgen trotzdem. Das ist super. Wäre auch schön, wenn ihr mich ein bisschen supportet würdet. Also mal irgendwo bei den Freunden reinklatschen, wenn eure Freunde auch Autoliebhaber sind. Speziell japanisch oder auch alte Formel 1 Autos und 90er Jahre Sportwagen. Gerne mal sagen, ey, guck mal, der Let's Player hat sich extrem darauf fixiert. Beim Jan sind es eher moderne Autos, bei dem fängt die Schönheit, sagen wir mal so, erst in den 90ern an, bei mir hört sie in den 90ern auf. Ja, das ist meine Meinung, also ich mag sehr, sehr viele Autos nicht, die ab Jahr 2000 gebaut worden sind. Das ist, ich weiß nicht warum, die sind mir zu rund. Ich mag die runden Formen nicht. Und wir sind gleich schon im Ziel. Und dann kann ich endlich mal meinen Kaffee trinken. Leute, ich habe Kaffeebrand. Ich habe echt Kaffeebrand. Ich habe da so Bock drauf. Und wir überrunden gleich unsere Gegner. What the fuck? Und einmal den hier. Geil. Dankeschön. Ja, das haben wir gesehen. Boah, die Felgen sind so geil von dem Mercedes. Also, wenn man jetzt die Auflösung jetzt mal, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Oh, Leicester Storm. Leicester Storm hat zweiter... Mein Gott, hat von der KI gewonnen, meine ich. Ich trinke mal jetzt kurz meinen Kaffee, weil sonst wird er kalt gleich. Unser... Ja, das ist das Problem. Wird das jetzt Nachtrennen, das Kindiak-Park? Nicht, dass das Nachtrennen wird, dann habe ich nur... Wobei, ein Scheinwerfer ist besser als kein Scheinwerfer, ne? Den Spruch kennt er ja bestimmt. So, jetzt aber Kaffee. Boah, ich habe sowas von Brand gehabt, Leute. Und ich kann jetzt echt nicht mal irgendwie... Nein? Never entered. Okay. Kann ich nicht... Ach, das ist doch kacke. Boah, Leute, da tut mir echt leid. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ah, wir sind euer Erster, okay. Leute, tut mir wie gesagt echt leid, war, dass wir den nicht genommen haben. Das war auch echt ein Versehen. Und das ärgert mich, weil ich liebe den McLaren F1. Ich mag allerdings mehr den normal... Der F1 gehört sogar zu meinen Lieblings-90er-Jahre-Sportwagen.
und ist auch ganz, ganz oben in meiner Liste zu den schönsten Autos, meiner Meinung nach, die hier gebaut worden sind. Ja, wie gesagt, ich hoffe, die Folge hat Spaß gemacht. Wir sind in der nächsten Folge in Kindjagd Park. Das wird wahrscheinlich auch ziemlich schnell sein. Deswegen werden die Folgen dann wieder schön kurz sein. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge im Kinderpark. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Wenn euch die Folge Spaß gemacht hat, dann lasst doch ein Like da. Oder wenn ihr den Channel noch nicht kennt, abonnieren. Checkt Social Media aus, wenn wir über Autos schreiben sollen, weil ich poste ganz gerne immer so Autoklamotten. Ich poste halt in den... Tut mir mal mehr einen Gefallen und geht mal bei Facebook rein, weil bei Twitter poste ich im Moment nicht so übertrieben viel, weil mir da noch zu wenig Leute drauf sind. Also da sind der Vossi gerade drauf, der LS und noch zwei. Und das sind mir ein bisschen wenig und bei Facebook sind es halt schon 12 Leute. Wie gesagt, so, Entschuldigung, Steam könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Steam-Gruppe, da kündige ich meistens Änderungen und Verbesserungen an. Ja, jetzt bin ich aber mal weg, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. So, ciao mit Wow. Übrigens finden die Leute meine Anmoderation toll, mein Intro. Das bringt mich immer zum Grinsen, tut mir leid. So, ciao.